So, Freunde der gepflegten Urbex-Unterhaltung. Wir fahren heute mal wieder auf Tour. Heute stehen 5 Locations auf der Liste. Die erste davon ist auch hier gerade um die Ecke. Und das ist so eine Felsen-Eremitage. Also so ein richtiges Häuschen, das quasi im Felsen drin ist. Die schauen wir uns jetzt als erstes an. Und dann gucken wir mal, ob wir bei den anderen Erfolg haben. Weil das erste ist halt legal, ne? Ja, und dann fahren wir halt mal rum und gucken, was wir so finden. Freut euch auf tolle Urbex-Videos hoffentlich. So, jetzt sagt der Alex hier auch nochmal Hallo, weil er ist ja heute auch dabei, so wie immer. Ich bin auch dabei. Hey, ich bin auch am Start. Cool. Und er kann gleich nochmal hoch, weil der hat nämlich die wichtigen Informationen. Der schlauen Zettel. Genau, die Informationszettel über die Felsen-Eremitage. Wieder voll vergessen. Ja, das ist halt... Was man nicht im Kopf hat, hat man in der Familie. Hirn wie Sieb, ne? Ganz schlimm. Im Alter wird das immer schlimmer. Ja, so ist das. Bevor er mich gleich schlägt, mache ich hier mal lieber aus. Guckt mal, Alex bei der Arbeit. Da ist er. Ja, jetzt bist du hier im Vlog und ich bin in deinem Video. Total toll. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie professionell er arbeitet. Und das Objekt der Begierde, das wir gerade bearbeiten, ist hier die Felsen-Eremitage. Und ich hoffe, das Video dazu, das gefällt euch, weil das Ding ist echt, oh, das ist irgendwie schon cool, so richtig historisch. Das Objekt ist im Kasten und wir fahren jetzt zur nächsten Location. Das wird wohl so eine alte Fabrik sein. Und dann hoffen wir, dass wir da natürlich noch reinkommen. So, jetzt sind wir hier am zweiten Objekt der Begierde. Ja. Ich glaube, das ist ziemlich runtergerockt. Ich bin auch noch da. Ja, ich bin mit. Er ist auch noch da. Ich muss mal die Technik einstellen. Also nicht. Ja, wir schauen mal. Wir schauen. Das Ding war ganz schön runtergerockt. Aber check. Ja, ist im Kasten und da hat echt noch viel Zeug drin gestanden. Also, ich war schon ein bisschen begeistert. Aber es gab gute Fotomotive. Aber für wie lange das noch steht, immer hier. Also vor uns, ihr seht es nicht. Sind ja schon Bagger da oder Warte. So. Warte. Kann ja sehen. Vielleicht ist es aber auch nur für irgendwie hier Unterbaustraße oder so. Kann auch sein. Also ich Internet auf Internetverbesserung. Oder so. Also ich habe jetzt nicht gesehen, was ich gefilmt. Ich habe jetzt nicht gesehen, was ich jetzt gefilmt habe. Profi at work, so wie ich. Ich bin auch voller Profi. Ja. Also auf jeden Fall stehen hier Baggers rum. Bagger. Ist das Bagger? Bagger? Ist das Baggers? Ist ja auch egal. Bagger. Aber es ist im Kasten. Und wir haben jetzt was. Was haben wir jetzt? Wir hatten noch eine Villa und ein Kinderheim. Wo fahren wir denn jetzt hin, Schatz? Also angeblich oder so. Oh, da weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall ein Parkplatz, wo wir erstmal in der Nähe parken können. Gut, und dann gucken wir einfach mal, was wir als nächstes durchziehen. Was wir daran finden, genau. Genau, bleibt immer schön dran. Auf hier befahrenen Straße. Abgerissen. Wir sehen genau. Das hinter uns. Da war, sollte mal was stehen. Da sollte eine Villa stehen. Oder sowas in der Art, oder Herrenhaus. So. Aber anscheinend ist das noch nicht so lange her, wo die abgerissen worden ist, weil im Internet stand da nichts, dass das abgerissen werden soll. Aber wir sind ja nicht allzu weit gefahren. Da geht das noch. Das heißt, das können wir verkraften. So, dann... Weiter zum nächsten. Wir haben noch 2 Locations. Vielleicht. Tja, so ist das halt, ne? Weiter geht's. Komm, bis später. Mach aus, kalt. Ja, Mann. Ja. Der ist richtig fürs Kerl. Ja, der So, die anderen beiden Lost Places sind auch verbrannt. Weil guck mal, hier ist eine Klingel. Und hier ist nix. Also gar nix ist hier. Ja, das ist außer das, wir. Wir sind ist, hier. Das ist das Problem, wenn man quasi auf Google Earth recherchiert. Du hast ja aktuelle Bilder nicht unbedingt immer wieder. Ich habe auch noch nicht so einen Plan gehabt, wie man da irgendwie auch Jahre zurück switchen kann oder so. So, das heißt, du guckst bei Google Earth und siehst dann irgendwelche Häuser oder wie ich es schon mal, wie ihr auch schon mal hattet, wo ich denke, dass es ein Haus ist und dann war es im Wassergedönse. So, da habe ich jetzt gesehen, boah geil, fette Gebäude oder sowas. Sieht, du findest auf Google Earth, findest du auf Google Maps findest du keine Zugehörigkeit mehr. Das heißt, könnte verlassen sein. Dann fährst du dahin, weißt aber nicht, von wann das ist. Diesmal voll abgerissen. Da haben wir jetzt halt Pech gehabt. Aber diese komische Tonfabrik, die war noch nicht abgerissen. Aber deswegen, da haben wir noch Glück gehabt, dass wir reinkamen. Also wir haben heute 2 Locations und halt den Vlog. Immerhin. Also 3 Videos. Ist okay. Ich denke, das hat sich trotzdem gelohnt.
Und wir fahren jetzt nach Hause, dann schneiden wir das alles zusammen. Heute Abend. Erstmal essen. Genau, heute Abend, weil heute ist ja Samstag, kommt ja auch wieder ein Video von uns. Wir haben noch genug Input für euch, auch wenn ein paar Sachen genug verbrennen. Ich bin müde schon. Ganz nahe schon müde. Das ist so lange durchgehalten. Ein Wunder der Natur. Ja, ich bin halt so alt schon. Und immer so quengelig. Und immer so quengelig, ja. Und ich habe jetzt Hunger. Aber ich liebe sie trotzdem. Ein bisschen Love. Love is in the air. Egal. Egal. Auf jeden Fall, ja. Wir machen jetzt Feierabend. Jetzt genau. Werden wir komisch. Jetzt genau. Werden wir irgendwie komisch. Auch schon, ihr habt ein bisschen Spaß wieder gehabt beim quasi dritten Vlog. Schon drei. Ja, ja, es wird immer mehr. So, aber jetzt, wir fahren nach Hause. Wir wünschen euch was. Macht's gut. Ciao, ciao.